Gerade ging es um Daisy-Updates, jetzt haben wir Facebook. Vor einer Woche wurde spekuliert über ein neues Facebook-Feature. Paper soll es heißen und den Newsfeed mit mehr aktuellen Nachrichten füttern, anstatt mit persönlichen Posts. Jetzt wurde es offiziell vorgestellt und siehe da, es handelt sich um eine alleinstehende App für das iPhone. Ja, erstmal nur für das iPhone. Paper soll eine Art Magazin sein. Eine Mischung aus dem eigenen Facebook-Feed und bereitgestellten Content von Facebook-eigenen Redakteuren. Leute, die also auswählen, was die Masse so interessieren könnte. Gemischt mit dem flüssigen und ansprechenden Design könnte Paper wirklich eine coole neue Facebook-Erfahrung werden. Zum Beispiel sieht man auch Stories von Quellen, die man nicht unbedingt geliked hat. Alles gesteuert von komplexen Algorithmen. Selbstverständlich kann man in der App auch liken und Dinge teilen, sodass Freunde es auch sehen. Facebook Paper kommt am 3. Februar und ist bis auf weiteres nur fürs iPhone. Klingt das für euch interessant oder bleibt ihr lieber bei der normalen Facebook-App?